Servus Wikinger, heute geht's um die beste Einhand-Axt in Valhalla. Falls ihr gleich zu Beginn mit der richtigen spielen möchtet, solltet ihr dranbleiben. Mittlerweile habe ich es geschafft, die ganzen Waffen und Rüstungen zu erfarmen und ich muss ehrlich sagen, es gibt gar nicht so viel Waffen im Spiel. Maximal 3 bis 5 Waffen so pro Kategorie. Am meisten gibt es eigentlich 2-Hand-Äxte. Das ist auf jeden Fall ein bisschen enttäuschend. Aber die Einhand-Äxte, da gibt es auch ein paar und in diesem Video stelle ich euch die besten 2 vor. Denn falls jemand eben Doppel-Axt spielen möchte, sollte man natürlich auch noch eine 2. am Start haben. 2 gute gibt es. Die anderen sind leider so ein Tick schlechter am schlechten Boni drauf oder nicht so gute Fähigkeiten. Falls ihr kein Video zu den anderen besten Waffen verpassen möchtet, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Genug gequatscht, starten wir direkt mit den 2 besten Einhand-Äxten durch. Ihr werdet gleich sehen, der Unterschied zwischen diesen 2 Äxten, die ich euch jetzt hier vorstelle, ist einfach sehr gering. Es kommt am Schluss mehr oder weniger auf den Bonus drauf an, mit welchem ihr eben gerne spielt. Auf Platz Nummer 2 hat es bei mir folgende Axt geschafft. Haltet euch fest, es ist wirklich unglaublich. Ich glaube, sowas hat es in einem Spiel noch nie gegeben. Und zwar Varins Axt ist auf Platz Nummer 2. Die Axt bekommt man direkt am Anfang in Norwegen und sie ist sogar im Endgame immer noch gut. Ich konnte es selber nicht glauben, aber von den Werten ist sie wirklich top. Ihr seht hier auch das Gameplay, wie man mit der Axt abgehen kann und ihr seht auf der rechten Seite, was sie für Werte hat, wenn man sie maximal auf mythisch eben aufwertet. Es unterscheidet sich auch immer ein bisschen, wie viele Fertigkeitspunkte man im Baum schon geskillt hat, denn dort kann man natürlich auch nochmal die Werte aller Waffen im Endeffekt verbessern. Bei mir sieht das eben so aus. Ich habe beide Waffen auf Gold gezogen und das ist wie gesagt Platz 2, Varins Axt. Wir haben Angriff von 130 Punkte, Betäubung von 169 Punkten, Gewicht 8 Punkte, Tempo 49 und kritische Trefferchance 82 Punkte. Ihr seht, maximal aufgewertet und wir haben einen Bonus drauf von Tempo, wird nach jedem Treffer erneut erhöht, maximal 10 Punkte. Und wenn man die Waffe auf die höchste Stufe aufwertet, auf die beste Qualität, können wir eine große Rune reinsetzen und 2 kleine Runen. Werfen wir direkt einen genaueren Blick auf die Vorteile, auf den Bonus. Das seht ihr jetzt hier auch in diesem Bildschirm. Tempo wird nach jedem Treffer erhöht, wie ich vorher auch schon gesagt habe. 10-mal stapelbar, Dauer immer 2 Sekunden. Ihr müsst relativ schnell hintereinander treffen, dass das eben sich auf 10 nach oben stapelt. Und dann habt ihr von 1 bis eben maximal 10 Punkte mehr Tempo. Und dann steigt die Waffe an von 49 auf 59. Und es ist echt nicht schlecht, wenn man schneller mit der Waffe zuschlagen kann und schneller wie der Gegner eben ist und so bekommt man selber weniger Schaden ab, macht auch wirklich im Endgame Sinn und ist immer noch ein sehr guter Bonus. Im Gegensatz zu anderen Waffen ist dieser Bonus auch nahezu eben immer aktiv. Es gibt viele Einhand-Äxte, die haben Bonus nur unter 50 oder über 50% Leben und so hat man den Bonus eben hin und wieder nur und nicht eben die ganze Zeit, deswegen ist diese Axt auf Platz 2. Zeigen, woher man diese Axt bekommt, muss ich ja nicht, denn man bekommt sie durch die Story ganz am Anfang in Norwegen. Von dem her hat sich der Punkt erledigt. Kommen wir nun meiner Meinung nach zur besten Einhand-Axt in Valhalla. Ihr seht hier schon das Gameplay. Auf der rechten Seite seht ihr jetzt auch die Waffe. Hurskarl-Axt heißt sie. Wir sehen die Werte. Sie ist auch auf mystisch natürlich aufgewertet. Ein Angriff von 126 Punkte ist ein Tick unter der anderen Waffe, genauso wie die Betäubung. Nur minimal 164 Punkte. Gewicht ist dafür besser, genauso wie das Tempo ebenfalls Standard besser. Und die kritische Chance ist gleich mit 82 Punkte. Wenn wir aber den Bonus oder uns den Vorteil anschauen, sehen wir, der Angriff wird nach jedem Treffer erhöht. 10-mal maximal stapelbar. Und wenn wir wieder in die Details reingehen, sehen wir hier, dass eben die Dauer jeweils auch immer 2 Sekunden ist. Man muss sehr schnell hintereinander immer schlagen oder dranbleiben am Gegner, dass die Dauer eben anhält und man maximal plus 15 Angriffspunkte bekommt. Dadurch kommt die Waffe auf 141 Punkte nach oben. Und ihr seht, der Unterschied zwischen diesen 2 Waffen ist einfach sehr gering. Entweder ihr sagt, ja, ich mag ein bisschen mehr Schaden, die Betäubung, der Unterschied ist wirklich minimal gering. Oder er sagt, nee, ich nehme lieber das Tempo mit und kann schneller schlagen und nehme eben die Varins-Axt.
Ich muss hier noch sagen, bei dieser Hurskal-Axt, sie sieht ein Tick cooler aus als die Varens-Axt. Es ist aber natürlich Geschmackssache. Das sind so die zwei besten Waffen, zwei besten Einhand-Äxte, die es im Spiel gibt. Wichtig ist natürlich auch noch, wo bekommt man jetzt diese zweite her auf Platz 1, denn die muss man finden. Ihr seht auch hier schon die Axt, wo man sie herbekommt. Direkt am Anfang empfohlene Stufe, auch Level 20. Es ist wirklich komisch, aber es ist einfach so, ich habe die komplette Karte abgefarmt und alle Einhandäxte gefunden. Wir können uns auch gleich noch die anderen angucken und dann werdet ihr sehen, dass die Boni einfach nicht so nice sind. Wirklich die zwei, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, am besten sind. Ihr seht auch, ihr müsst einfach hier so ein kleines Lager clearen. Ist nicht wirklich schwer oder er schleicht euch durch. In der Mitte im Haus habt ihr die Truhe und könnt dann dort die Axt looten. Ich würde sagen, wir schauen uns noch schnell die anderen Einhandäxte an, die man im Spiel finden kann. Wenn sich die Kommentare häufen, dass ihr die anderen auch noch sehen möchtet, wo sie sich befinden, wo man sie herbekommt, kann ich nochmal ein separates Video hochladen. Ich finde sie aber nicht so relevant. Wir fangen hier mit der Axt an. Wir gehen direkt auf den Bonus. Kritischer Schaden wird erhöht, wenn die Gesundheit gering ist. Heißt, unter 50% haben wir erhöhten kritischen Schaden. Das Problem, was ich aber hier sehe, ist, man kommt mit einer Einhandaxt auf keinen hohen Crit-Wert. Also ein Speer, der kommt, glaube ich, auf 110, 120 Punkte. Bei der Axt kommen wir auf die 80 Punkte. Und das ist halt schon mal ein deutlicher Unterschied. Und wenn man halt nicht auf einen hohen Crit-Wert kommt, dann bringt auch der kritische Schaden mit plus 25 Punkte auch nicht arg viel, wenn man halt immer nur selten Crit hat. Und dazu muss man eben noch unter 50% Leben sein, dass das Ganze prockt. Deswegen habe ich diese Axt hier nicht als beste Axt deklariert. Als zweites gibt es hier noch diese Axt. Ist vom Bonus nicht verkehrt. Schwerer Schaden wird nach leichten Treffern erhöht. Seht ihr auch hier, der geht schon ordentlich nach oben auf 35 Punkte. Aber man muss auch hier sagen, so die Standardwerte von dieser Axt sind leider nicht so gut wie die anderen zwei Werte, zwei anderen Äxten, die ich euch eben gerade vorgestellt habe. Und hier unten haben wir noch eine weitere Axt. Angriff wird nach einer Mahlzeit vorübergehend erhöht. Finde ich jetzt auch nicht so gut. Von den Werten ist sie soweit okay. Aber man muss halt immer wieder was essen und Rationen hat man natürlich auch nur begrenzt und wenn keine Pilze oder wie soll ich sagen, keine Pflanzen in der Umgebung sind, kann man halt keine Mahlzeit zu sich nehmen und bekommt halt diesen Angriff halt nicht und der ist auch nur 5 Sekunden aktiv plus 10 Punkte. Da ist auf jeden Fall die andere Axt, die auf Platz 1 ist, um Welten besser. Und das war's auch schon. Mehr Äxte gibt's im Spiel nicht, sind insgesamt 5 Stück. Ich bin soweit auch auf der Karte durch, habe die ganzen Quests abgeschlossen, ihr seht auch, und alles gelootet, nur noch irgendwelche Goldbarren kann ich finden, aber Truhen und sonstige Sachen sind ja komplett leer. 5 Äxte habe ich im Spiel gefunden, die besten 2 habe ich euch vorgestellt. Falls ihr noch die anderen besten Waffen sehen möchtet von den anderen Kategorien, könnt ihr wie gesagt gerne mit dem Abo dabei bleiben, würde mich auf jeden Fall freuen, wird eine mega geile Zeit mit Valhalla. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.